Hey YouTube, heute habe ich wieder ein neues Diät-Hack-Video für euch und ich habe ja auch schon letzte und vorletzte Woche eins hochgeladen. Diese komplette Diät-Hack-Reihe werde ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da soll es in erster Linie darum gehen, dass ich euch nicht den Tipp gebe, dass ihr quasi 3 Stunden durch den Wald rennen sollt, um irgendwie abzunehmen, sondern ich will euch versuchen, irgendwie so ein bisschen durch den Alltag zu begleiten mit kleinen Tipps und Tricks, wie ihr dennoch Kalorien einsparen könnt und wirklich gezielt Körperfett verlieren könnt. Das Ganze auch nochmal an Studien angelegt. Reden wir nicht so lange. Es gibt jetzt von mir 6 neue Diät-Hacks. Nach dem Intro geht's los. Fangen wir direkt an mit Punkt Nummer 1, wir sollten Joghurt essen und das am besten täglich. Denn Joghurt beinhaltet Milchsäurebakterien, die sind sehr gut für unsere Verdauung, aber auch für unsere Gesundheit und generell, zum Beispiel in Naturjoghurt, ist auch sehr viel Eiweiß. Eiweiß natürlich ist schon mal ein Fettkiller. Zum Zweiten ist es der Hauptbaustein für unsere Muskulatur, denn Eiweiß beinhaltet Aminosäuren. Genau die brauchen wir, um eben Muskeln aufzubauen, aber auch für die Diät, um unsere Muskulatur wiederum zu schützen. Gerade in der Diät könnte es sich hier auch anbieten, dass wir die fettreduziertere Variante nehmen. Also gerade Naturjoghurt gibt es meistens mit 3,5 und mit 1,5% Fett. Und die mit 1,5% Fett kostet, glaube ich, sogar ein bisschen weniger. Aber wir sollten hier nicht am falschen Ende sparen. Denn natürlich, diese 1,5% Fett schmecken natürlich schon mal sehr viel schlechter als die 3,5% Fett. Und ihr müsst bedenken, die 3,5% Fett haben auf 100 Gramm 70 Kilokalorien. Und die 1,5% Fett haben 60 Kilokalorien auf 100 Gramm. Also das ist ein so marginaler Unterschied, da würde ich eigentlich nicht drauf schauen. Hauptsache ihr esst jeden Tag Joghurt oder zum Beispiel Quark oder Magerquark. Damit habt ihr eine gute Eiweißquelle, gute Aminosäuren und gute Darmbakterien. Punkt Nummer 2, die Grapefruit. Das Thema habe ich auch schon mal in einem anderen Video behandelt und da sind wirklich die Meinungen sehr kontrovers. Denn viele nehmen an, die Grapefruit sei einfach ein richtig krasser Fettburner. Natürlich, aber die Grapefruit hat auch wiederum Kalorien. Man kann es jetzt von 2 Seiten betrachten. Ich würde ganz klar empfehlen, dass ihr vor jeder großen Mahlzeit mal probiert, eine halbe Grapefruit zu essen. Also ihr habt vielleicht 2 große Mahlzeiten am Tag, die kleinen Snacks zwischendurch zählen jetzt nicht und jedes Mal davor esst ihr eine halbe Grapefruit, sodass ihr eine Grapefruit am Tag habt. Weitere positive Aspekte der Grapefruit sind natürlich auch, das muss ich glaube ich keinem erzählen, dass wir gute Vitamine, Spurenelemente, Mineralien zu uns nehmen. Wir haben also hier einfach sehr gute Mikronährstoffe und die Grapefruit hält auch unseren Insulinspiegel unten. Zu dem Thema habe ich auch schon mal einen Hormonreport abgedreht, wo ihr ganz genau nochmal sehen könnt, was die einzelnen Hormone in unserem Körper bewirken. Das werde ich hier oben nochmal verlinken. Und gerade das Insulin, eben wenn das ausgeschüttet wird, können wir in diesem Moment natürlich kein Fett verbrennen, bis es wieder gesenkt wird. Aber die Grapefruit, obwohl die natürlich Fruchtzucker bzw. Kohlenhydrate hat, hält sie unseren Insulinspiegel doch weitgehend unten. Ken Fujioka von der Scripps Klinik in San Diego hat sogar herausgefunden, dass wenn wir jeden Tag eine Grapefruit essen, wie gesagt, am besten vor großen Mahlzeiten, dass wir in 3 Monaten dann bis zu 2 Kilo Körperfett verlieren können. Natürlich kommt es jetzt auch auf die Ausgangsposition an. Wie ernähren wir uns eigentlich? Essen wir überhaupt gesund? Sind wir vielleicht übergewichtig? Das spielt alles noch mit rein, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Tipp Nummer 3. Ihr müsst wissen, das Wachstumshormon oder auch HGH genannt, ist der stärkste Fettkiller in unserem Körper. Das wird besonders nachts während der Tiefschlafphase gebildet, aber auch besonders dann, wenn der Körper mit nichts anderem wie zum Beispiel der Verdauung beschäftigt ist. Was heißt das jetzt für uns? Meistens wird das Wachstumshormon dann richtig gut erst gebildet, nachdem wir vielleicht ungefähr 4 bis 6 Stunden geschlafen haben, weil dann unser Körper erst unser Abendessen vollkommen verdaut hat. Wenn wir aber im Grunde nichts zu Abend essen oder ich sag mal ungefähr 4 Stunden bevor wir ins Bett gehen nichts essen, dann hat unser Körper schon weitgehend unsere Nahrungsmittel verdaut und das Wachstumshormon kann dann noch besser ausgeschüttet werden bzw. es wird noch häufiger gebildet. Und das ist natürlich ein super Vorteil. Genau darauf basiert dann eben auch das Prinzip Intermittent Fasting, was ich ja auch schon sehr häufig angewendet habe oder was ich auch schon in vielen Videos praktiziert habe. Und zwar, dass wir 16 Stunden am Tag nichts essen und 8 Stunden am Tag essen. Und gerade da, weil wir so eine lange Fastenphase täglich haben, machen wir uns eben diese Fettreduktion zu Vorteil. Natürlich, ich habe gesagt, es soll hier mehr so um kleine Tipps gehen, die ihr in den Alltag integrieren könnt. Ihr sollt jetzt nicht 16 Stunden am Tag fasten. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Für mich hat es wirklich schon fast Wunder bewirkt. Also ich fand es richtig geil. Aber wenn nicht, ihr könnt auch mal 2-mal die Woche einfach versuchen, dass ihr, ich sag mal, die letzte Mahlzeit um 17 oder um 18 Uhr esst, je nachdem, wann ihr natürlich ins Bett geht. Und wenn ihr dann um 24 Uhr beispielsweise schlafen geht oder um 22 Uhr, dann habt ihr einfach schon einen Teil eures Essens verdaut und es werden noch mehr Wachstumshormone eben gebildet. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar, wir sind abends zu Hause, hatten einfach einen verdammt harten Tag und wollen einfach noch irgendwas Geiles essen und da greift man gerne mal zu Eis, gerade Ben & Jerry's, zu Pudding, zu Schokolade, vielleicht steht ihr mehr auf Salz, dann eben zu solchem Knallerkram. Und natürlich hat es so viele Kalorien auf so einer geringen Größe. Das bedeutet, es hat eine sehr hohe Kaloriendichte, dass wir dadurch sehr schnell zunehmen. Was ist die Lösung? Wir sollten einfach einen gesunden Vorrat zu Hause haben. Ich mache es zum Beispiel jetzt gerade während meiner Diät so, dass ich einfach diese ganzen ungesunden Sachen, Schokolade, Knabberkram, überhaupt nicht zu Hause habe.
Ich habe manchmal abends so ein krasses Verlangen danach und habe so Bock, das zu essen, aber es funktioniert ja einfach nicht. Und jetzt ins Auto zu steigen, also bei mir ist hier kein Supermarkt in der Nähe, und dann noch ins nächste Dorf bzw. in die Stadt zu fahren und irgendwas zu kaufen, boah, da hat man dann abends auch keinen Bock mehr drauf. Stattdessen habe ich zum Beispiel gesunde Rohkost auch zu Hause, wie zum Beispiel Karotten, Paprika, Gurken. Dann esse ich sowas einfach mal. Oder auch so ein, kennt ihr diese Gewürzgurken, so ein Glas Gewürzgurken haue ich mir so gerne abends einfach mal rein. Und da gibt es auch welche, die haben auf 100 Gramm ungefähr 30 Kalorien. Und da könnt ihr euch 2-3 Gläser davon gönnen, anstelle eben von so ein paar Brocken Schokolade. Das ist dann eine mega gute Alternative. Also ich habe zum Beispiel zu Hause auch für alles gesorgt, wenn ich Lust auf Süßes, Lust auf Salziges habe, dass alles im Haus ist. Gerade bei Süßem ist auch richtig geil, wenn ihr euch zum Beispiel einen Magerquark aufmacht und da mega guten Süßstoff reinhaut. Also ich habe da verschiedene, da gibt es ja Flavor Drops und was weiß ich alles. Dass ihr Vanille dazu nehmt, Schoko dazu nehmt, Cookies and Cream, da gibt es so viele Geschmacksrichtungen, da könnt ihr jeden Abend theoretisch was anderes essen. Kommen wir zum nächsten Tipp, und das ist jetzt richtig interessant. Und zwar hat die Universität Erfurt herausgefunden, dass Fernsehgucken dick macht. Warum aber eigentlich? Klar, wir sitzen, wir bewegen uns nicht, vielleicht deshalb. Wir kennen das bestimmt auch, dass wir, wenn wir Fernsehen schauen, häufiger zu irgendwelchen ungesunden Lebensmitteln greifen, weil wir dabei einfach was essen, was knabbern wollen. Aber das hat einen ganz triftigen Grund. Und zwar, es wurde bewiesen, dass mittlerweile in 2/3 alle TV-Filme, Serien, Shows und natürlich vor allem in der Werbung einfach Essen drin vorkommt. Und dann auch in erster Linie ungesundes Essen. Also sei es jetzt sehr zuckerhaltiges Essen, sehr fettreiches Essen. Und das haben wir einfach noch so von der Urzeit in unserem Körper, dass er quasi unsere Warnsignale angehen, wir dafür Gelüste dann quasi entwickeln. Wir nehmen das gar nicht wahr, wenn jetzt in irgendeinem Film jemand einen Burger oder so isst. Aber unterbewusst schaltet einfach unser Gehirn so weit, dass wir auch irgendwas Geiles essen wollen. Und dann greifen wir eben danach. Und es liegt häufig gar nicht an der Langeweile vor dem Fernseher, dass wir was essen wollen, sondern genau, weil solche Signale wiederum auf uns eintreffen. Wir sollten demnach nur 2 Stunden am Tag oder hochgerechnet 14 Stunden in der Woche Fernsehen schauen. Und Studien zeigen sogar, dass durch jede weitere Stunde, die wir Fernsehen schauen, nochmal zusätzlich die Wahrscheinlichkeit um 23% steigt, dass wir übergewichtig werden. Überlegt mal, wie krass das ist, aber da frage ich mich, was passiert, wenn wir jetzt noch 5 Stunden mehr Fernsehen schauen und dann quasi über 100% kommen? Ist es dann garantiert, dass wir übergewichtig werden? Kommen wir zum letzten Tipp, und das werden auch schon die meisten mal gehört haben. Natürlich, wir sollten häufiger frisch kochen, anstatt fertig essen. Warum das Ganze aber? Man nimmt im Durchschnitt 300 Kalorien mehr zu sich durch Fertigessen. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wenn wir mal überlegen, dass wir alle Sportler sind, wir machen wahrscheinlich sogar Kraftsport oder irgendwas in der Gegend, und demnach essen wir noch viel mehr als der Autonormalverbraucher. Also bei mir ist es zumindest so. Das bedeutet, wenn wir auch größere Portionen haben, steigt es noch über diese 300 Kalorien hinaus. Also ich denke mal, gerade bei Sportler sind es dann im Vergleich zu gesunden Essen und Fertigprodukten sogar 500 Kalorien, die wir eventuell mehr essen. Das ist schon eine ganze Menge. Und besonders ist häufig in Fertigprodukten Glutamat mit enthalten. Und das steigert nochmal euren Appetit. Das bedeutet, gerade Fertigprodukte machen euch gar nicht so richtig satt, beziehungsweise ihr seid für einen kurzen Zeitraum satt. Und in 1 oder 2 Stunden habt ihr schon wieder Hunger und greift zu der nächsten Mahlzeit. Das waren meine 6 Diät-Hacks in diesem Video für euch. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch den Channel, um die zukünftigen Diät-Hack-Folgen nicht mehr zu verpassen. Oder aber schaut einfach bei meinen Samstagsvideos vorbei, denn da wird jetzt auch zukünftig immer um 10 Uhr ein Video kommen, in erster Linie Tutorials mit dem Ziel, dass wir nachhaltig unsere Leistung steigern. Wirklich komplexe Bewegungen habe ich euch da in einem Guide zusammengestellt, dass das jeder lernen kann. Ganz egal ob Handstand, Human Flag, Klimmzüge, alles Mögliche ist mit dabei. Schaut auf jeden Fall mal dadurch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Ciao.